Shalvea bastelt. So, hier haben wir einen alten Kalender von 2020. Wir machen ein Upcycling. Ich habe eine Vorlage gedruckt. Die wird angelegt an die Seite. Genau auf Kante. Wird lineal im rechten Winkel angelegt. Falzen, knicken. Knicken, falzen. Ich nehme die Fingernägel oder auch das Lineal anlegen. Rechter Winkel, falzen, knicken, falzen. Hier auf dem Lineal. Ganz wichtig da unten, dass es richtig anliegt, das ist je nach Buch unterschiedlich. Knicken, falzen, knicken, falzen. Hier nochmal von oben. Rechter Winkel anlegen, Seite knicken und falzen. Rechter Winkel anlegen, knicken, falzen. Glatt ziehen, fertig. Und das machen wir jetzt eine ganze Weile. Der erste Buchstabe hat knapp 22 Minuten gedauert in Echtzeit. Das lässt sich schon sehen. Das gesamte Projekt waren ungefähr 2 Stunden und jetzt hier im Video knappe 3 Minuten. Man kann schon gut sehen, wie sich der Buchstabe aufbaut. Schon mal in seiner ganzen Pracht. Das J kann man schon mal erkennen. Das, wie gesagt, jetzt noch grob 1,5 Stunden. Anlegen, falzen, knicken, anlegen, knicken, falzen. So rum ist richtig. Knicken, falzen, knicken, falzen, knicken, falzen. Mit dem Stift in der Hand hake ich immer unten die Zeile ab, damit ich weiß, auf welcher Buchseite ich bin. Kann ich das Projekt jederzeit weglegen, ohne Probleme. Man sieht rechts am Rand sehr schön, wie sich die Buchstaben schon aufbauen. Das A ist bereits fertig, das N schon zur Hälfte. Aufrecht sitzen ist furchtbar wichtig, sonst tut der Rücken weh mit der Zeit. Und auch das N ist bereits fertig. Das ist eine gute Sache, wenn man alte Bücher hat, gerade Buchkalender, die ja ohnehin nur für ein Jahr gelten quasi. Eine schöne Sache, wenn man nicht zu den Leuten gehört, die Kalender 2 oder 3 Mal lesen. Die letzten Schritte des O's nochmal in Ruhe. Und da sind wir fertig. Januar.